Wir schauen uns jetzt die Trading-Signale an, die Trading-Einstiege an, das, was am interessantesten beim Fibo-Cross ist. Hierzu hast du zwei Einstellungsmöglichkeiten, wie du die Signale ausgeben lassen kannst. Es gibt zwei Einstellungsmöglichkeiten, und zwar aggressiv und konservativ. Du kannst beides nach Belieben testen und du kannst beides auch in verschiedenen Timeframes testen. Also wenn du sagst, du hast jetzt wie ich jetzt hier gerade den Bitcoin US-Dollar offen und du möchtest jetzt im 5-Minuten-Chart checken, welche dieser beiden Einstellungen besser funktioniert, dann kannst du das machen. Wie das funktioniert, das zeige ich dir. Du klickst einfach jetzt zum Beispiel auf 5 Minuten. Dann dauert es nochmal 1-2 Sekunden, bis der Indikator diesen Timeframe lädt. Du siehst übrigens hier im Dashboard hier oben, dass der Mode auf Conservative eingestellt ist. Den können wir jetzt auf Aggressiv ändern. Dazu und für alle weiteren Einstellungen hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du fährst hier oben links hin und klickst auf dieses Zahnrad, Einstellungen bzw. Settings. Oder aber du fährst mit dem Mauszeiger über das Dashboard, wartest, bis sich so dieser Finger ausbildet und machst einfach einen Doppelklick drauf. Und schon geht das Einstellungsfenster auf für den Fibo Cross. Und dann hast du hier ganz oben unter Signaleinstellungen dieser erste große Bereich, die Wahl, die Choice zwischen konservativ oder eben auch aggressiv. Draufklicken, kurz warten und dann siehst du im Hintergrund schon, wie sich die Signale verändert haben. Und was sich ändert, ist hier ein grundlegender Unterschied, wie du mit deinem Trading umgehst. Wenn du also jemand bist, der sehr, sehr aggressiv, der sehr, sehr viel handelt, aber auch sehr aggressiv absichert, dann wäre das hier für dich die richtige Wahl. Wenn du aber zum Beispiel Aktien kaufen und halten möchtest, dann wäre es sinnvoller, oder zum Beispiel jetzt hier auch den Bitcoin halten möchtest, dann wäre die konservative Einstellung wichtiger oder richtiger, weil du hier langfristigere Einstiege bekommen würdest. Du siehst hier, wir haben hier übrigens den 5-Minuten-Chart offen, ein sehr, sehr schwieriger Chart. Und wenn ich hier noch so ein bisschen in die Vergangenheit zoome, dann siehst du, dass wir hier einen guten Trade hatten, hier einen guten Trade hatten, hier gab es einen kurzen Wechsel und hier erneut einen sehr, sehr guten Short, hier einen Wechsel und hier wieder einen sehr, sehr guten Short gab. Also sehr profitable Signale in fast jedem Timeframe. Wenn ich jetzt in den Stundenchart wechseln würde und kurz warte und entsprechend auch hier habe ich einen wahnsinnig starken Short-Trade, der von 8. Juni bis hin zum 19. Juni lief, dann haben wir hier so ein kurzes Hin und Her. Das muss uns natürlich alle bewusst sein, dass in einer seitlichen Phase es immer schwierig ist, profitabel zu handeln. Aber auch hier zum Beispiel das letzte Short-Signal ist auch hier wieder mit fast 4% im Plus. Abschließend gesagt, hast du zwei Optionen, wie du die Signale auswählen kannst. Du hast die aggressive Variante und du hast die konservative Variante. Je nachdem, wie erfahren und wie erfolgreich du bist, kannst du frei entscheiden. Wenn du noch ein relativ unerfahrener Trader oder Traderin bist, dann würde ich dir die konservative Einstellung in jedem Timeframe und in jedem Markt empfehlen.